Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lost Ark. Wir sind zurück in der Main Story. Ja, ist jetzt wieder ein bisschen her, wo ich aufnehmen konnte tatsächlich. Das heißt, ein paar Tage sind verstrichen. Aber wir machen jetzt erstmal hier die Main Story weiter, damit wir hier mal vorwärts kommen. So langsam. Du bist so weit gekommen. Jo. Gute Bauchmuskeln. Ich kann mich des Gefühls nicht erwehren, dass das so einfach war. Ich hätte viel strengere Sicherheitsvorkehrungen erwartet. Da vorne halten viele Priester Wache. Wir müssen sie leise ausschalten, um nicht erwischt zu werden, wenn wir uns über das Dach bewegen. Hier, nimm diese Schlafbombe, du hast du schon mal eine benutzt. Habe ich. Gut, dann nimm sie. Ich habe zwar noch keine benutzt, aber wir werden das schon hinkriegen. Wir entschieden uns auf dem Dach weiter zu bewegen, um uns Schlafsaal auf dem... Was? Wir entschieden uns auf dem Dach weiter zu bewegen und uns im Schlafsaal auf der Westseite zu versammeln. Unsere Priorität ist es, dafür zu sorgen, dass es den Kindern gut geht. Ich treffe dich dort. Okay. F5, Schlafbomben. Okay. Ist ein bisschen nervig tatsächlich, dass du dir, dass du das halt mit den F-Tasten benutzen musst, aber es ist, wie es ist. So, Schlafbomben. Wirf eine Schlafbombe. Muss doch jemand treffen? Nee. Und jetzt? Was ist, wenn wir selber in der Schlafbombe drinstehen? Ist doch gar keiner. Auf wen soll ich den Schlafbomben werfen? Da ist jemand. Wie unglaublich viel bringen diese Schlafbomben. Bewege dich leise über das Dach. Ich, hä? Ja, Moment, ich habe doch hier drin eine Schlafbombe. Hä? Bewege dich leise über das Dach. Ja, wie soll ich mich leise... Was? Die sehen mich, sobald ich hier oben auf dem Dach rumkletter. Okay. Wir gucken mal, ob das funktioniert, dass wir hier weitergehen. Das funktioniert ja nun vorne nicht. Ja, über das Dach komme ich schon. Aber die Bogen schießen, die schießen halt trotzdem auf mich. Und die Schlafbomben beeindrucken ja ziemlich wenig. Vor allem, guck mal hier, ich komme halt an und die sehen mich direkt. Das ist mir relativ Wurst, aber... Ich glaube nicht, dass das der Sinn und Zweck ist. Lass, Hä? Ich glaube, wir sind hier tatsächlich... Die Story geht halt nicht. Also wir sind halt in der Quest nicht weiter, oder? Bewege dich leise über die Dächer. Das funktioniert hinten und vorne nicht. Kommen wir hier irgendwo weiter eigentlich? Ich glaube, wir werden uns zurückteleportieren müssen. Dann später. Weil wir sehen mich halt... Wir sehen halt auch einen sofort. Das ist ja völlig irrelevant hier. Funktioniert einfach auch so nicht, das Ganze. Wie sieht das vorstellen? Vor allem ich und leise. Natürlich. Und jetzt? Schattenklippe. Oder ich hätte auf Respawn warten müssen, was aber sehr seltsam gewesen wäre, weil nur weil der Respawn sehr schnell da ist auch. Aber wenn wir hier weitergehen, passiert da nichts. Wieso nichts mehr? Ich glaube, es können wir uns schenken. Wir können, glaube ich, tatsächlich zurück. Aber das geht halt nicht. Betroffene Ziele fallen. Das hat halt nicht funktioniert. Was für betroffene Ziele? Die ist ja auch kein Mensch. Oder muss ich die da runterfeuern? Oder was? Ernsthaft, ich muss die... Ach, ich muss die... Ah! Alter! Okay. Also das ist eigentlich echt, echt schön und gut und... Besiege die Priester auf dem Dach. Okay, die muss jetzt besiegen. Ich muss die da runterschmeißen. Da muss erst mal drauf kommen. Also normalerweise beschreibt das Spiel hier wirklich alles relativ gut und genau und schön und allen drum und dran, aber ganz ehrlich, das nicht. Wer ahnt, dass man die da runterschmeißen muss? So völlig strange. Weil die ja, die sehen halt einen auch sofort. Ja, toll. Hat das super funktioniert? Ah ja, cool. Er hat sich jetzt genau durch mich durchgebackt mal wieder. Sehr hübsch. Können wir hier noch ein Stück näher ran, bitte? Oh, cool. Unverwundbarkeit. Läuft bei ihm, gell?
Na, sehr hübsch. So, einen noch. Du bist der eine, den ich noch killen muss. Wobei die respawnen gleich wieder. Okay. Will ich zum nächsten nach und springe mit Levi. Okay. Ganz da hinten irgendwo. So, jetzt geht auch die Story weiter. Das heißt, wir sind tatsächlich ja nicht weitergekommen. Wir machen lustige Sachen. Scheiße ist, dass sie sie die ganze Zeit hochheilen können. So, hi, hi, hi. Ciao. Na, könnt ihr das auch oder könnt ihr das nicht? So, der Gold ist auch wieder da, aber den werden wir jetzt auch überspringen. Ganz ehrlich, es lohnt sich einfach auch nicht. Wegen den zwei Steinchen da, wo du... Weil das Geile ist halt, du kriegst diese zwei Steine, diese zwei Herzsteine. Du kriegst aber bei einer Quest 1200. Und wenn du so einen Goldgegner triffst, kriegst du 3. Der Schlafsaal ist direkt voraus. Ich frage mich, ob es den Kindern gut geht. Diese Dummköpfe sind erbärmlich, aber sie sind trotzdem noch Priester. Sie können den Kindern doch nichts angetan haben, oder? Ah, ich halte es nicht mehr aus. Beeilen wir uns. Labernet. Guck mal hier mit Wasser und allem drum und dran. So, jetzt müssen die auch gehen. Ja, jetzt macht's auch Sinn. Du kleine Ratte. Du entkommst mir nicht. Dieser Mistkerl. Ja. 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 Rühr die Kinder nicht an, Feigling. Eindringlinge! Schlagt Alarm! Sehr hübsch. Kinder in Gefahr. Ja, bis jetzt haben sie eigentlich noch nichts Großartiges gemacht. Okay, wir sollen... Ah, eine Gebietsquest haben wir auch. Okay. Erobere. Das wir sollen wahrscheinlich killen, das Ding hier. Ja. Wieso geht's? Ich bin irgendwie heute bei der Tastatur ein bisschen schief. So, sehr schön. 25%. 2 von 3. Ich kenne dich nicht. So, die werden hier gefangen gehalten. Sehr hübsch. Okay, ein paar brauchen wir noch. 3 Minuten. Mehr als genug Zeit allerdings. Komm, ich bräuchte mal so einen ganzen Haufen. Die stehen hier immer nur einzeln rum. Oder zu zweit. Hier, komm mal her. Ja, es sind Fernkämpfer. Natürlich sind es Fernkämpfer. Das ist noch Freilicht. Was auch sonst. Schwarz. Weil dann schießt es auch extrem schlecht. Hier da hinten ist noch irgendwas. Brauchen wir dich hier? Ah, ne, hier. Die Eingesperrten. Mit denen sollen wir reden, glaube ich. Gerettet, Tedet. Okay, da runter. Voll das Riesenkloster. Aber es erinnert tatsächlich, also das Kloster zumindest auch von der Bauart her und allem drum und dran, erinnert stark an Diablo 2. Oder auch 1. Wobei 1 ist jetzt nicht wirklich ein Kloster gewesen und bei 2. Ja, bei 2 war es so ein halbes Kloster. Aber ihr wisst, was ich meine, oder? Da runter würde ich gerne. Oh, guck mal, hier voll die Käfige, die haben schon ein bisschen was vorgehabt, oder? So, eingesperrte Leute. Die Avesta sind hier wirklich? Oh, du hast mir Angst gemacht. Steht was komplett anderes. Du bist auf unserer Seite. Du hast mir Angst gemacht. Ich wusste nicht, dass es eine Avesta-Agentin wie dich gibt. Danke, dass du uns gerettet hast. Sind die Kinder in Sicherheit? Sie wurden an einen sicheren Ort gebracht. Welche Erleichterung. Aber einige Kinder sind noch immer eingesperrt. Die Kinder, die Angst bekamen, haben sich versteckt. Doch diejenigen, die schon lange hier leben, haben sich den Priestern in den Weg gestellt. Die meisten von ihnen wurden gefangen, fürchte ich. Die anderen müssen irgendwo mit dem Abt im Kloster sein. Die Kinder könnten leichtsinnige Dinge tun und verletzt werden. Ich schaue mich um, ob sich noch Kinder verstecken. Bitte rette sie. Gut, wir sind im Respawn eingesperrt. So, Nebenquest, Hallöchen. Wenn wir eh gerade da sind, können wir die gleich mitnehmen. Im Kloster gibt es Kinder? Verdammt, wir... Ich überrasche ihn, das ist extra dafür da. Verdammt, wir haben keine Zeit, auf Verstärkung zu warten. Beeilen wir uns. Die Hohepriester halten im Kloster Wache. Wir sind zu wenige, um von vorne einen Durchbruch zu versuchen.
Schauen wir, ob wir etwas finden, mit dem wir uns verkleiden können. Besorge ein paar Priesteroben und komme auf das Dach, wo wir Raoul treffen. Oh nee, nicht schon wieder so ein. Bitte nicht wieder so ein Schleichding. Das habe ich das letzte Mal so dermaßen verkackt. So, Priesteroben sollen wir suchen. Können wir das hier machen? Eins von acht. Absorbiert, absorbiert. Hohepriester Ilulius. Hält ganz schön was aus. So, 6 von 8. Oh, die stehen hier echt. Die stehen immer. Klar ist auch mal so ein Hund dabei oder sowas, aber die stehen echt richtig gut einzeln hier. Die Priesterchen. Ihr seid ungefähr 10 Minuten zu langsam, Freunde. So, Nebenquest. Abschließen, bevor die Quest gleich abbricht, weil ich gehittet werde. So, ein Triporterchen und da hinten geht es dann weiter. Hohepriester Hamani. Ah, hier hinten. Hamasia. Als nächstes. Wir haben Post übrigens von sämtlichen täglichen Expeditionsbelohnungen, noch mehr Belohnungen und so weiter und so fort. Nicht wundern, ich habe ein bisschen was offline natürlich wieder in Auftrag gegeben zumindest. Aber nichts Weltbewegendes. So, einmal hier runter. Nur mein Inventar mützt sich so langsam wieder voll. Ich muss bald mal wieder irgendwie aussortieren, glaube ich. So, da ist er. Hi, hi, hi. Bleibst du stehen? Ja. Aber der hält zumindest, er hält gut aus. So, wo geht's jetzt lang? Hä? Okay. Ernsthaft? Kann ich mich, jetzt nicht teleportieren, oder? Nee. Nicht im Kampf. Weglaufen ist keine richtige Option eigentlich. In dem Falle schon. Feiglinge. So, und wir müssen schnell hier hin. Einer Vesta, der eine Sakria-Priesterrobe trägt? Mann. Wir haben wohl keine andere Wahl. Wir müssen uns darauf konzentrieren, die Kinder zu retten. Wir können das schaffen, richtig? Ich vertraue dir. Vertraue mir. Du hast recht. Du warst immer an meiner Seite in jeder Gefahr. Du warst da, als ich fast von einem Targo gefressen wurde. Und auch an dem Tag, als das Wakonda wahnsinnig wurde. Das ist eine weitere Herausforderung, die wir meistern werden. Ich vertraue dir. Lass uns jetzt die Kinder retten. Loa. Ah, Szenario müsste das sein. Oder Dungeon? Szenario? Szenario. Schattenkloster betreten. Für einen Ort, der eigentlich ein guter, sagen wir mal so, es soll ja eigentlich ein guter Ort sein. Schattenkloster ist da ein komischer Name für, aber gut. Verkleider der Levi. Hallo, Verkleider der Levi. Ist das Wetter nicht wunderschön? Meint ihr nicht auch, Pater? Schöne Robe übrigens, so königlich. Heute ist wirklich ein schöner Tag, Pater. Wir müssen unbedingt herausfinden, wo die kleinen Halbdämonen eingesperrt sind. Wir müssen die Kinder und den Ab finden, ohne dass die Priester es mitbekommen. Du solltest die Kinder suchen, während ich mich nach einer Fluchtroute umsehe. Sag den Kindern einfach, dass die schwarzen Falken hier sind, sie werden schon verstehen. Du musst so tun, als hättest du den Befehl, sie an einen anderen Ort zu bringen. Verstanden? Gut. Nun möge Regulus Segen mit euch sein, Priester. Ich hab's gewusst. Ja, okay. Das heißt, wir können... Wir haben keine Fähigkeit. Und jetzt? Ah. Mission fehlgeschlagen. Ich weiß, wieso ich diese Mission hasse. Dungeon wird verlassen. S1-Effekt Gravuren. Was? Was? Dungeon wird... Ja, hallo? Ja, mach doch. Ich weiß, wieso ich diese Art von Mission hasse. Du darfst nicht mal ansatzweise in den blöden Kreis bei denen rein. Das Problem ist, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. So am Rande irgendwann mal. Ja, 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 ja. Wunderschön? Ja, 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 ja. Oh, ich muss mich echt zusammenreißen, sonst müssen wir das noch 20 Mal spielen. Lass dich nicht erwischen. Sonst müssen wir das noch 100 Mal spielen. Wenn ich den aber so hitten würde, wäre der tot?
Das heißt, ist das eine Option? Das Problem ist halt, ihr seht schon, den wirklich auszuweichen ist schwierig. Auf der einen Seite geht es nämlich gar nicht, den auszuweichen. Deswegen, so easy ist das gar nicht. Und die laufen halt auch wirklich genau dahin, wo ich hin muss. Hier zum Beispiel. Also das ist so ziemlich die beschissenste Mission halt. Wenn man dieses lass dich nicht erwischen gedöns hat. Hat man jetzt erst zweimal. Aber schön ist es nicht. Ja, super. Und jetzt soll ich wegrennen. Guck mal, er deckt halt auch die komplette Treppe ab. Ich muss ihn irgendwie ablenken. Ja, wie? Ich sehe einen Priester, der den Weg versperrt. Ich muss ihn irgendwie ablenken. Toll. Ja, und jetzt? Cool. Boah. Krieg's kotzen, glaube ich. Das ist ja unglaublich. Ah. Vor allem das Spiel ist tatsächlich. Also du spielst dieses Spiel eigentlich sehr, sehr schnell. Und das nimmt bei dem Spielfluss jetzt komplett auseinander. Den du eigentlich die ganze Zeit hast. Durchgehen. Öffne vorsichtig die Tür. Vor allem, weil die Steuerung mit der Maus halt auch jetzt nicht so krass genau dann ist. Josh, der schwarze Feige ist hier. Los. Hast du den Avesta? Ja. Stell dich am besten genau so in die Tür und bleib am besten in dieser Tür stehen. Für immer. Okay, wie viel brauchen wir? 6 Stück brauchen wir. Ja, toll. Mir fehlt diese SpongeBob-Schwammkopf-Einblendung mit 10 Jahre später. Okay. Wir müssen uns so in die Nähe stellen. Ich wusste, du würdest uns so, 2 von 6. Fällt das nicht auch irgendwann auf, wenn so eine Shark hinter mir herläuft? Meine ja nur. Er läuft jetzt wahrscheinlich genau in mich rein. Okay, den gehen wir wieder außen rum. Du weißt halt auch nicht, wie die patrouillieren. Und jetzt? Muss sie irgendwie wieder ablenken, oder? Ja, toll. Und nu? Ach, da unten. Da seitlich geht's doch lang, oder? Ah, okay. Erstmal hier lang. Sprich die Krise. Vor allem eine Ratte. Wieso kann ich eine Ratte anhitten? Sie fingen viele meiner Freunde. Hoffentlich geht es ihnen gut. Oder ging das jetzt nicht weiter, weil ich den noch nicht angesprochen habe? Ah, oder? Jetzt sind die weg, oder was? Ah, nee, jetzt bewegen... Okay, jetzt bewegen sie sich. Ach, guck mal, und da hinten ist die Tür auf. Da. Ich hoffe, das saved irgendwo zwischendrin. Wenn du wenigstens sprinten könntest. So, da waren Tonkrüge. Ja, wir sollen wieder zurück. Ich hab's schon gesehen, aber das Geile ist auch, ihr habt's gesehen, ich bin immer mit der Maus extra drüber. Die wurden erst jetzt aktiv, wo ich hin bin. Genau, lauf da mal hin. Das heißt, du musst praktisch erst dahin laufen und dann kannst du erst die Tonkrüge auch anhitten, wenn du wieder zurückgelotst wirst. Naja. Bitte, ich hoffe, das saved. Wenn ich das Ganze nochmal spielen muss, kriege ich echt Rage Quit deinstallieren. Vor allem, wieso? Die werden alle, die haben alle voll, ja auch wieder. Das Schöne ist immer, die Proportionen stimmen halt hin und vorne nicht. Von mir und so einem Bett, die Kisten, Schreibtische und so weiter. Ah ja. Und jetzt? Der kommt hier in die Ecke.
Wahrscheinlich. Genau, bleib hier einfach vor der Tür stehen. Why not? Moinsen. So, wir müssen da erst rein. Wir haben 4, 5, 6. Du brauchst alle. Ab und zu bleibt auch hängen. Oh, das hat das Spiel tatsächlich. Also, das ist halt das. Das Betten und. Die haben es mit Betten und Schreibtischen vor allem. Der Rest passt eigentlich von der Größe her, aber Betten und Schreibtische sind völlig überdimensioniert. In dem Spiel. Ja, der läuft jetzt gleich weiter hier rein und dann kann ich ihn irgendwie umgehen. Und nicht. Du weißt halt auch nicht genau, wo er hinläuft. So, hier sind es jetzt zwei. Wir müssen nach da hinten. Moin. Das sind keine Kinder, die tun nur so, als ob. So, letzter. Lass den Hass nicht überhand gewinnen. Okay, gleich kommt wieder ein Hund. Ich komme mit dir. Ah, ich wollte es gerade sagen. Wo ist er denn? Ich erkenne ein Muster. Der wird hier quer durchlaufen, glaube ich. Wahrscheinlich läuft er jetzt in die Ecke. Ja, komm, beweg dich. Ja, er läuft da quer durch. So, die bewegen sich jetzt auch. Öffne vorsichtig die Tür. Bin dabei. Und da sollen wir sie hinbringen. Alle sind da. Okay, sehr gut. Bitte verschont mein Leben. Einwandfrei, das haben wir gemeistert, oder? Scheitern mit dem Tod. Vor allem, wir sind One-Hit tot. Okay, was kommt jetzt? Wir müssen hinten raus. Oh, da wird. Da ist ein riesengroßer Raum, nur weil es ist da immer irgendein Bossgegner. Wir können uns aber auch diesmal nicht zurückverwandeln. Das ist ja so ein Riesenraum, das ergibt nicht mal Sinn. Oder hier findet der Endbosskampf statt, kann natürlich sein. Also wir bewegen uns ja im Szenario eigentlich auch in der normalen Welt. Nur in einem auf einer speziellen Ebene. Abt. Willst du mir wieder die gleiche Frage stellen? Ich habe es deinen Leuten bereits gesagt, wir sind keine Dämonen. Ich habe diese Kinder nicht dazu erzogen, Dämonen zu werden. Mein Herz ist schwer von dem Wissen, dass der Sakria-Orden das verneint. Was er mit seinen eigenen Augen sieht, wenn es in sein was irregeleitetes Dogma passt. So sehr wie Delane die Dämonen auch bestrafen wollen, Sakria will nur die Delane bestrafen. Die schwarzen Feigen sind hier. Wir werden beobachtet, fahre fort. Was wollt ihr von uns, Priester? Geht es zumindest den Kindern gut? Es geht ihnen gut. Ich danke den Göttern. Es kümmert mich nicht, wenn ich sterbe, solange die Kinder in Sicherheit sind. Bitte überbringt Zaika meine Worte. Den Priestern zufolge sind die dunklen Wolken über der Ebene. Pass auf. Okay. Unsere Tarnung ist aufgeflogen. Los! Oh. Die Hündchen? Was ist das? Ach, die Speere und so weiter, die Waffen sind liegen geblieben. Das waren viele. Okay, und ja, wir haben einen Kampf im großen Raum. Hätt's gedacht. Man hat so ein bisschen an was erkommen. Ach, guck mal, die werden davon geschützt, oder was? Ja, noch nicht alle. Hi. Der hohe Priester. Ja. Ganz schön viele. So, wir brauchen ein paar Attacken. Okay, das war's an der Stelle. So, Hallöle. Genau, stell dich wieder in mich rein. Auch schön. Ich will keinen Krieg.
Doch die, die Götter beleidigen, müssen dafür büßen. Ein Vampir mit den Zähnen. Der Waffenstillstand zwischen Sakria und Phaeton ist hinfällig. Oh, komm doch immer noch, was willst du? Du bist ein Fremdling. Ich habe dir nichts zu sagen. Niemand macht gemeinsame Sachen mit den Dämonen. Das ist eine Sache zwischen Phaeton und dem Heiligen Reich. Das geht dich nichts an. Phaeton hat bereits zu viele Fehler gemacht. Chaosportale sind offen und mit jedem Tag strömen mehr Dämonen heraus. Die Delane. Sie haben es uns nie gemeldet. Sie haben sogar versucht, es vor uns zu verbergen. Das Blut derjenigen, die wir verloren haben, klebt an den Händen der Delane. Und die dunklen Wolken in der Schwarzregenebene. Jeder mit Augen im Kopf konnte sehen, dass sie ein schlechtes Zeichen sind. Ich musste wissen, ob ihr Sakria wirklich als einen Verbündeten im heiligen Namen von Regulus sehen würdet. Und ich habe die Antwort bekommen. Das ist alles ein riesiges Missverständnis. Ein Missverständnis? Ihre wahren Absichten offenbaren sich durch ihre Taten. Was sie sagen, ist bedeutungslos. Die Avesta waren nirgends zu finden, als die Priester die Erde mit ihrem Blut tränken. Die Avesta waren nirgends zu sehen, als wir kämpften, um die Chaosportale zu schließen. Dafür wird Phaeton sich der Strafe stellen müssen und Sakria wird der Scharfsrichter sein. Wenn ihr es probiert, werde ich euch aufhalten müssen. Ein Fremdling in Phaeton? Ich frage mich, wer das sein könnte. Wie es sich herausstellte, war es die Heldin vom Kontinent. Ich hörte deinen Namen, als ich in Sakria war. Es ist eine Schande, dass du deine Ehre abgelegt und dich auf die Seite der Dämonen gestellt hast. Wenn du es darauf bestehst, dich Regulus Willen in den Weg zu stellen, dann habe ich keine andere Wahl, als dir das zu verabreichen, was du verdienst. Ah, jetzt. Kann das sein, dass die Übersetzung ein kleines bisschen leidet? Oh, du kannst hier wieder nichts zaubern, weil der dauernd irgendwie Blödsinn auslöst. Genau, unverwundbar. Warum nicht? Cool. Und er castet so schnell, dass du nicht mal ausweichen kannst. Selbst wenn du kannst. Selbst wenn du nicht gleich, wenn du nicht am Rand stehst, hast du keine Chance auszuweichen. Nett. Hier, der Kasten ist so schnell, dass du laufen zumindest nicht wirklich wegkommst. Ach komm, die paar. Psyker. Willst du wirklich mehr Blut vergießen und Krieg, Priester? Dann beginnen wir die Verhandlungen. So, halt, stopp! Die Avesta bekämpfen Sakria nicht. Und das werden wir auch nie. Wir sind nur wegen der Kinder hier. Wenn du deinen Verantwortlichen für das Öffnen des Chaosportals suchst, dann werden die Avesta die Schuld übernehmen, weil sie nicht alles in Phaeton unter Kontrolle behalten konnten. Aber die Leben, die ihr hier verloren habt, du musst nur in den Spiegel schauen, um den Verantwortlichen für diese Tode zu sehen. Darum mache ich dir heute und jetzt ein Angebot. Lass die Kinder frei und ich erzähle dir alles, was die Avesta über das Chaosportal wissen. Unschuldige Kinder zu fesseln, ist sicher nicht Regulus' Wille, oder? Wer für den Teufel arbeitet, ist nicht unschuldig, Psyker. Ablehnen. Okay. Ich gehe darauf ein. Aber unter einer Bedingung. Erstens, enden alle Untersuchungen der dunklen Wolken in Phaeton und der Chaosportale. Jetzt. Ab sofort liegen diese Untersuchungen in der Verantwortung des Heiligen Reichs von Sakria. Zweitens werden alle Aktivitäten der Avesta bis auf Weiteres ausgesetzt.
Du gehst zu weit. Du darfst dich nicht einmischen. Und als letztes, Zalka, der Anführer der Avesta, wird sich der Strafe stellen müssen, weil er die Wahrheit vor uns verborgen hat. Kraft des mir durch das Heilige Reich von Sakria verliehenen Amtes verurteile ich Zalka zur Gefangenschaft in der alten Burg und entbinde ihn seiner Position als Anführer der Avesta. Zalka. Wie ihr befehlt, Pater. Ich übertrage Kaldor meine Autorität als Anführer. Avesta kehrt sofort ins Dorf zurück. Das ist mein letzter Befehl. Okidoki. So, zurück in der Hauptstadt. Wie konnten die das Zalka nur antun? Spaziere zwischen den Schattenerfolg, yay. Ich will deine Meinung dazu hören. Ach, auf einmal. Ich habe von deinem Abenteuern gehört. Unser Anführer hat sich freiwillig in der Burg einsperren lassen. Wir haben Zalkas Anweisungen nie missachtet. Unsere Agenten können sich jedoch nicht darauf einigen, wie es weitergehen soll. Ich möchte gern deine Meinung hören. Sollten wir die Sakria bekämpfen? Oder sollten wir Zalkas Willen respektieren und aus der Ferne zusehen? Wir sollen Zalkas Willen befolgen, wir können den Sakria nicht vertrauen. Das denke ich auch, aber jeder Rico und der Sakria-Orden. Ich kann ihrem Urteil nicht trauen. Selbst wenn dies Zalkas Wille war, kann es nicht so weitergehen. Ich werde die Stadtbewohner unter Kriegsrecht stellen. Elunera, ich möchte, dass du ihnen die Nachricht überbringst. Ich werde entscheiden, was mit den Avesta passiert. So. Nebenquest. Oh, die nehmen wir natürlich noch mit. Und wir sollen jetzt die Dorfbewohner informieren. Das können wir natürlich tun. Ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge wieder. Bis in der Hauptstadt. Dann kann ich nebenbei noch ein paar Chaosportale machen, offline. Und. Ah, die Nebenquest hier. Sollen wir das tragen? Sieh dir die Aufzeichnung an. Und dann werden wir dementsprechend in der nächsten Folge in der Main Story weitermachen. Wo müssen wir das jetzt abgeben? Ah, da hinten, okay. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao, macht es gut.